Jo Leute, wie geht's euch? Hier ist das Darkwest und heute mit einem neuen FIFA 19 Tipp. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr ganz einfach viel mehr Tore schießen könnt in FIFA 19 und eure Torchancen so besser verwerten könnt. Weil in FIFA 19 ist es nicht wirklich einfach, sich Torchancen zu erspielen. Und wenn man dann schon eine Torchance hat, dann sollte man diese auch verwerten und das Tor machen. Und zwar ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man auch weiß, welchen Schuss man wo anwenden soll. Und deshalb gibt es hier eine kurze Übersicht. Und zwar seht ihr hier, wo ihr welchen Schuss anwenden sollt. Und zwar gibt es den Time-Finishing-Schuss mit Finesse, ohne Finesse und den ganz normalen Kreisschuss. Den ganz normalen Kreisschuss würde ich euch im Strafraum empfehlen, also dass er wuchtig kommt und den Ball am besten dann reinmacht. Den normalen Schuss mit Time-Finishing würde ich euch empfehlen außerhalb des Strafraums oder wenn ihr quasi 45-Grad-Winkel zum linken oder rechten Pfosten seid, dann würde ich euch im blauen Bereich empfehlen, den Finesse-Schuss mit Time-Finishing zu machen. Diejenigen, die Time-Finishen können, natürlich, also wenn ihr Time-Finishing noch nicht wirklich gut beherrscht, dann würde ich euch empfehlen, erstmal normal Finesse-Schuss zu machen. Der Ball geht auch dann sehr, sehr oft rein, aber auf jeden Fall ist es wichtig, diesen FIFA-Teil, den Finesse-Schuss so oft wie möglich zu machen, weil ich finde, der Finesse-Schuss ist wirklich sehr, sehr OP dieses Jahr und diesen sollte man so oft wie möglich verwenden einfach. Genau, und deshalb ist es wichtig, ihr verwendet den Finesse-Schuss einfach am Rand des 16ers oder auch im 16er könnt ihr den Finesse-Schuss verwenden oder den Flachschuss. Wenn ihr quasi sehr, sehr nah am Torwart seid, dann könnt ihr ganz normal Kreis drücken oder den Flachschuss. Der Flachschuss ist dieses Jahr in FIFA 19 nicht so OP, wie er in FIFA 18 war. Aber wenn man weiß, in welchen Situationen man welchen Schuss anwenden soll, dann ist das ganz einfach. Ihr seht hier zum Beispiel, in so einer Situation würde ich den Finesse-Schuss machen und das klappt natürlich dann auch wirklich sehr gut mit einem Spieler wie Pogba. Wichtig da ist dann, dass man auch den schwachen Fuß oder den starken Fuß vom Spieler berücksichtigt. Oder hier zum Beispiel, was ich auch sehr gern mache, wenn ich im 1 gegen 1 gegen den Torwart laufe, dass man dann quasi erstmal kurz abbremst, bevor man schießt. Das ist wirklich sehr wichtig. Also wenn ihr quasi im 1 gegen 1 bei einem Konter, der Stürmer 1 gegen 1 gegen Torwart, dann ist es wirklich wichtig, dass ihr ganz kurz abbremst und den Ball nicht quasi aus dem Sprint schießt, weil so der Spieler einfach mehr Genauigkeit hat. Er hat viel mehr Zeit, sich auf den Ball zu konzentrieren. Und dann geht der Ball auch öfters rein. Das kann ich euch auch so als Tipp mitgeben. Und dann quasi kurz bevor der Torwart kommt, also wenn der Gegner Dreieck drückt, der Torwart rausläuft, dass ihr quasi ganz kurz nach links oder nach rechts eine Bewegung macht und dann den Finesse-Schuss ausführt. Oder eben einen ganz normalen Kreisschuss. Aber beim 1 gegen 1 gegen den Torwart würde ich euch den Finesse-Schuss empfehlen. Nicht zu stark und auch nicht zu schwach drücken. Und ja, auf jeden Fall war es das schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, diese Tipps gefallen euch. Gebt doch mal ein Feedback in den Kommentaren ab. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch weitere Tippvideos oder Vorschläge habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Auf jeden Fall war es das von meiner Seite aus. Haut rein, euer StarQuest. Bis dann. Ciao.